Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es direkt wieder mit Limo weiter und zwar Teile Puzzle Deluxe. Hinterachse. Vorderachse hatten wir schon. Im letzten Video haben wir uns ja um Thema Tank und Pumpe gekümmert. Es ist tatsächlich fast alles da, dass wir mit der Hinterachse anfangen können. Kleines Puzzle, würde ich mal sagen. Kurz zusammengefasst, H&R-Gewinde aus Alu, hinteren Stoßdämpferaufnahmen. Die kommen am Ende hier nur so drauf. Dann habe ich schon alle Querlenker, das sind tatsächlich alles gebrauchte alte. Alle Lager raus, von Klaus von Essen PU-Buchsen rein und alles einmal pulvern lassen in dem Schwarzton meiner Wahl. Also mein Favoritenschwarzton, das ist glaube ich die richtige. Sieht gut aus. Ja, so, an dieser Achse ist natürlich auch nichts original. Also wie gerade schon angefangen, geht's los mit den ganzen PU-Buchsen. Das heißt, hier ist jetzt überall wirklich kaum noch Spiel drin. Warum kein Uniball? Ich persönlich bin für ein Straßenauto, kein Fan von Uniball, weil es einfach zu direkt ist. Ich finde, so eine gewisse Arbeit muss in den Achsen immer noch vorhanden sein, damit ein Auto, gerade wenn es so extrem viel Leistung hat, noch so ein ganz bisschen auch einfach das machen kann, was es einfach will und nicht wirklich 100% geführt ist. So ist meine Erfahrung. Deswegen Hinterachse PU ist schon der richtige Weg. Dann kommt wieder zum Einsatz hier unsere AK Motorsport Achse. Jetzt Werkline aus Polen kommen hier. Ist aus Chromo. Hebe ich jetzt einfach mal so leicht hier hoch. Hatte ich in der alten Limo auch schon verbaut. Auch gepulvert. Sieht krass aus, ne? Sieht so spacig aus. Ja. Und die ganzen Streben dazwischen und so. Passt wirklich, Plug and Play, alle Halter dran, dass man wie original alles verbauen kann. Ja, und ist gut leicht. Eigentlich müssen wir heute mal wieder was wiegen, weil das haben wir nämlich lange nicht gemacht. So. Waage zufälligerweise dabei. Hey, die habe ich diesmal zufälligerweise geholt. aber weil wir jetzt so lange nichts gewogen haben, pass auf, das allererste, was erstmal krass ist, hebt mal den hoch. Ja. Ich weiß nicht, was es im Verhältnis normal wiegen würde. Titanstabi, ja doch, ist normal schon deutlich schwerer, weil der jeder leitet. Jeder, der einen Stabi schon mal in der Hand hatte, ich den drauf gewogen. Ja, Kilo. Ja. Kilo ist natürlich ein Witz, ne? Das ist schon krass. So, also den feiere ich schon hart. Achso, ja, ich muss mich eh draufstellen, weil wir müssen ja wieder unseren Trick hier heute anbinden. So, weil, also, diese Achse wiegt 10,5. Ich würde vorschlagen, ich muss sie nicht reinschleppen. Komm, wir gehen mal einmal kurz die Originale wiegen, weil ich weiß, da hinten liegt noch eine. Alles klar. So, hier haben wir den originalen Klumpen. Da passt was nicht. Warte. So, das sieht schon besser aus. 17,3. Ja. 7 Kilo. Sind 7 Kilo, ne? Auf jeden Fall. So, und was halt der große Unterschied ist, ja, sieht scheiße aus. Brauchen wir jetzt vormachen. Stabilität, weil die andere ist dann doch deutlich versteifter. Und hier sind original Gummibuchsen drin. Ja. Das heißt, die Achse ist nicht starr an die Karosse geschraubt. Bei dem Auto ist sie dann starr an die Karosse geschraubt. Starr an die Karosse, ist es schlimm? Nee. Eigentlich ganz viele Autos ist es sogar serienmäßig so. Beim Abarth, das habe ich gerade gesehen, Golf 2, Golf 3 ist auch überall die Achse vorne starr an der Karosse. Deswegen, ich persönlich hatte es hier an der Limo schon dran. Hab rein gar keine negativen Aspekte gemerkt. Ab und an knackt es mal so ein bisschen, aber das Fahrverhalten war wirklich gut. So, gehen wir wieder rein. So, jetzt geht's zum viel interessanteren Teil. Ja, man sieht so schon, dass der Achskörper gleich viel, viel geiler so aussieht. Ja, das ist gar kein Vergleich, finde so, ich. Also das hier kommen schon jetzt links, rechts die Querlenker rein. So, schon mal nicht. So, zack, zack, Querlenker Nummer 2. Hier sitzt nämlich am Ende der Stabi so hinter. Die sind falsch, die müssen nicht da hin. Hier ist nämlich extra eine Aussparung für den Auspuff. Oh. Ach, nee. Genau. So, jetzt kommen wir. Boah, Achse war ganz schön schwer wieder. jetzt kommen wir zu dem interessanten Teil, der mir wieder Monate an Kopfzerbrechen geschuldet hat. So, pass auf. Nehmen wir es hier mal mit rüber. Das ist
Version, wie wir jetzt fahren. Das hier ist Antriebswelle, wie original hinten verbaut ist. So, das war immer das Problem, das A mit Schraube und nicht Vollmaterial. Und deswegen ist immer bei den Viertelmeile-Starts hier die ganze Verzahnung abgerissen. Das heißt, das war immer eine Schwachstelle hinten, wo es immer Knack gemacht hat und die ganze Verzahnung hier war weg. Nicht so, so gut. Jetzt die Lösung. Ich habe mal wieder ein bisschen umgefragt, geforscht und so weiter. Habe ich diese Radlagergehäuse gefunden. Die sind, jetzt kommt's, vom... Aha. So, diese Radlagergehäuse sind vom S2 Kombi. Nur Kombi. Nur Kombi hatte diese Radlagergehäuse. Das sind Originale. Sehen eigentlich genau gleich aus. Aber, jetzt der entscheidende Punkt. Die haben auch die gleiche Teilenummer sogar. Aber vom S2 Kombi ist hier aufgedreht von 75 auf 82 mm. Sodass der S2 Kombi größere Radlage hat. Wenn du hier so seitlich reinfilmst, sieht man ein bisschen, dass hier weniger Material ist als hier. Mhm. Das heißt, 75, 82 mm, das heißt, hier steckt ein größeres Radlager drin. Dieses größere Radlager hat zur Folge, dass man ein größeres Gelenk fahren kann. Ich persönlich kann euch sagen, 75er Radlager, B5 hinten, jeder, der schon mal ein B5 besessen hat, A4, S4, RS4, Quadro, wird festgestellt haben, dass im Laufe seines Besitzes einmal die Radlager hinten kaputt sind, weil dieses 75er Radlager definitiv einfach zu schwach ist. Deswegen jetzt ein größeres 82er. Warum das Ganze? Das zeige ich euch jetzt. So. Also dachte ich mir, kannst du anbauen, kannst aber vergessen, weil S2 hat hinten eine andere, ich sag jetzt mal, Spurbreite als RS4. Das heißt, die originale Radnabe zu dem großen Radlagergehäuse steht 10 mm weiter rein. Das heißt, das Auto wäre hinten total schmal. So, dann kam mir die Idee, ihr erinnert euch ja an vorne, Firma HST aus Österreich, baut ja diese krassen Radnaben auf Maß. Habe ich ein bisschen geguckt, was können wir machen? Und bin auf diesen Bollermann gekommen. Guckt euch mal dieses Gelenk im Vergleich zu dem Gelenk an. Fett aus. So, A Vollmaterial, das heißt, diese komplette Verzahnung hier von innen ist nicht gebohrt mit Gewinde, sondern halt Vollmaterial. Hier ist der Durchmesser gleich, das zeige ich euch gleich warum. Und nach hier hin wird es viel größer. So, dann haben wir das Ganze hier passend gemacht. Wir mussten hier nämlich eine leichte Faser reindrehen. Aber zack, so sieht das Ganze jetzt aus. Das heißt, wir haben jetzt hier dieses fette Außengelenk mit einer passenden leichten Narbe. Mit der langen Verzahnung, alles Plug and Play für ein B5. So, das ganze Gelenk kommt ursprünglich vom T5 vorne. Echt? Das heißt, es ist eigentlich ein Busgelenk. Jetzt wisst ihr ungefähr, wie stabil so ein Gelenk sein muss, wenn das im Bus die ganze Zeit funktioniert. Ne? Ja. Das ist ein Busgelenk. So, der Bus hat aber normalerweise hier keinen ABS-Ring. Das heißt, wir haben das Ganze abgedreht. Hat natürlich alles mal wieder Phil für mich gemacht. Dreher des Vertrauens. Abgedreht und den originalen ABS-Ring, den gibt es im Zubehör einzeln. Hier sitzt der normalerweise drauf. Ich habe probiert runter zu kloppen, geht natürlich dabei kaputt, gibt es aber im Zubehör zu kaufen. Das heißt, wir haben diese Fläche in das Gelenk reingedreht und haben dann den Ring drauf gemacht. Und siehe da, zack, fluchtet genau mit dem ABS-Sensor. Ah, ja. Da steckt der ABS-Sensor drin und fertig. Jetzt können wir das Ganze so grob zusammenstecken und ich kann nämlich ausmessen, wie lang die Antriebswelle zum Diff sein muss, damit wir dann in Amerika wieder bei Drive Chef Shop die Wellen machen können. Aber sieht krass aus, ne? Ja, so, mit stabil aus. So, die Kombination hier aus dem Ganzen wieder ist schon, also ich glaube, das wird niemals kaputt gehen. Das wird wirklich dieses Vollmaterial, dann die Länge der Verzahnung, guck mal, wie lang die ist, ja. Dann dieses Riesengelenk, das ist ja wirklich vom Außendurchmesser hier, sind das ja, das sieht jetzt gerade so aus, weil die Manschette noch drauf ist. Ich sag mal, das Gelenk kann man sonst hier reinstecken. Ja, wie gesagt, sieht stabil aus auf jeden Fall. Dann haben wir das Gehäuse direkt umgefräst für die Bremse hinten. Es kommt ja hinten auch vom R8 eine Bremse drauf. Das heißt, dafür muss man, normalerweise wird hier die Bremse angeschraubt, an die beiden Aufnahmepunkte. Das hat ursprünglich mal Movit gemacht, da kommt das her.
wird das Gehäuse hier bearbeitet, zwei Planflächen. Hier ist leider eine mitgepulvert, die müssen wir nochmal blank machen. Und hier kommt dann quasi ein extra Halter dran mit dem Hauptsattel und an den anderen Halter kommt der Handbremssattel. So haben wir quasi am Ende zwei Sattel. So, jetzt hole ich mal ein bisschen Werkzeug kurz und wir gucken mal, ob das gleiche passiert wie beim letzten Mal. Wir testen mal, ob die Bremse passt. Alles klar. Oder ob die Radnaher wieder falsch sind. Aber hinten haben wir das eigentlich alles. Das muss eigentlich diesmal passen. Okay, passt nicht. So, unser Halter. Auch schön von Alex, Chromfabrik, einmal in schwarz eloxiert. Sieht immer so gut aus. Ja, aber in Billet sieht es eigentlich, also das heißt in Billet, in gefräst Alunatur, ist ja eigentlich einfach nur Alunatur, sieht es natürlich noch krasser aus, aber so geht das auch schon klar. Ja, ich bin Fan. Ja, ich finde halt alles schwarz ist immer schön, ist halt alles gemacht, aber ist trotzdem geil. So, vor allem hier, pass auf, zeige ich dir. Dadurch, dass wir das wirklich x-fach alles schon gebaut haben, passt das mittlerweile alles so richtig schön hier mit Stufe, mit Absatz. Mhm. Man kommt gerade auf den Sensor. Es ist halt wirklich ausgereift. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt legen wir das hier so mal hin und schrauben mal auf den Boden wieder alles zusammen. So, das ist jetzt hier unser kleiner Abstandshalter in Form einer Batterie. So, jetzt kommt die Scheibe da drauf. Wieder eine sehr dezente Scheibe. Sieht immer so gut aus. So eine Keramik hat einfach was. Ne? Und wie gesagt, wirklich, also die Scheibe, die ich am meisten gefahren bin, hat jetzt 200.000 Kilometer ungefähr runter. Ein Satz Bremsbeläge und ja, klar. Hat einen Bilzerberg trotzdem überlebt. So, die sitzt schon mal. Jetzt haben wir hier, ihr erinnert euch ja, als Alex hier war, Chromfabrik, da haben wir ja drüber geredet, welche Farbe die Bremssättel werden sollen. Ob er wohl es hinbekommt, eine R8 GT-Anlage auch so zu eloxieren. Wir sind dran und zieht euch das rein. Das war ein silberner Sattel, den Alex wirklich, der hat sich als Aufgabe gemacht, er will diesen Rotton treffen. Und ist schon gut dabei, ne? Ja. Ist noch nicht zufrieden, ist noch nicht ganz zufrieden, weil die Schattierungen stören ihn natürlich. Mhm. Weil Alex ist wie ich so absoluter Perfektionist. Sieht ja, man auch, dass so Schrauben und so alles dann gleich gemacht wird. Aber die Farbe kommt in der Kamera einfach gar nicht so rüber, wie es in echt aussieht. So, ihn stört aber noch so ein bisschen diese Schattierung. Aber ich kann euch schon mal sagen, wir sind dran, dass es tatsächlich später möglich ist, diese Farbe herzustellen. So, jetzt brauche ich hier auch noch zwei Schrauben für. So, und jetzt bitte, bitte, bitte. Lass es passen. Passt nicht. Ja, aber warum? Echt jetzt? Boah, ich bin schon wieder einmal durchgeschwitzt heute. Ich dachte schon, wir waren hinten auch zu doof. Aber hinten passt tatsächlich. Ich habe nur den Halter falsch rum angeschraubt. Ja, da kommt man schon, wenn man sich auf der einen Seite vertan hat, dann auf der anderen Seite kommt man schon gut ins Schwitzen, Alter. Ja, das glaube ich. Hinten Glück gehabt. Was heißt Glück gehabt? Das war ja alles schon mal am alten Auto mehr oder weniger montiert. Vorne ist uns nur ein Fehler unterlaufen. Hinten passt. Sieht saftig aus, ne? Für hinten. Das ist schon eine okay Größe, würde ich sagen. Also für eine hintere. Ich würde es jetzt gerne da so ranstecken, geht aber nicht, weil da natürlich die... Das wird nicht passen. So, wir unterbrechen mal einmal ganz kurz, weil wir müssen einmal das Thumbnail machen. Ja, ich bin echt erleichtert, dass es passt. So, weil ich habe wirklich die Hoffnung, ich habe mir dieses Wochenende habe ich mir vorgenommen, da will ich in dieses Auto Tank und Hinterachse einbauen. Ganz in Ruhe, ein paar Sachen muss man auch immer genießen, deswegen würde ich die Sachen gerne ganz in Ruhe einbauen. Achso, ja, dann noch, aber das passt auf jeden Fall, weil die Handbremssättel, der hat quasi einen extra Sattel für die Handbremse, ja. Die sind schwimmend gelagert, also da kommt es jetzt nicht so auf den Versatz drauf an, weil okay, da ein bisschen Fleisch drin ist. Aber, das kann ich euch an dem anderen hier zeigen, wobei ich muss die Scheibe eh abnehmen, die Originalhalter, das sind dann so die Originalhalter, ne? Ja.
Und da kommt dann so der Sattel dran. Ja, okay. Und fertig. So, übertrieben gesagt. Jetzt müssten wir die ganzen da rausdrücken hier. So. Und dazwischen, so, kommt dann der Halter. Okay. Das passt auf jeden Fall, weil das kann nur passen. So, aber ich bin heilfroh, dass das passt. Bring ich die einfach weg. So, jetzt brauchen wir zwei Kabelbinder. Das Ganze soll ja auch fürs Auge am Ende ein bisschen aussehen, deswegen stecken wir das jetzt noch hier zusammen. So, dieser kommt auf diese Seite. Es ist einfach das Geilste, was man machen kann, ist, wenn man so nach und nach sich diese Autos so zusammenbaut. Das ist halt wirklich so ein bisschen wie im Spieleparadies. Ja, habe ich gerade auch schon gedacht. Schön sauberer Boden hier, kann man sich direkt immer hinschmeißen. Ich verteidige auch immer den Spruch, der Boden ist die größte Werkbank. Weil, boah, da hat man immer genug Platz. Hier haben wir den, machen wir hier auch noch. Dann kann das auch nicht wegkippen. Zack. Ja, hier kommt jetzt eine Spurschange zwischen, zum Spur einstellen. Und schon ist das Ganze theoretisch eine Achse. Ganz wichtig, original ist der Bremssattel hinter der Achse. Das heißt, ganz viele machen dann den Umbau auf Vierkolbensattel und dann sitzt der Sattel hinter dem Rad. Mag ich gar nicht. Manche mögen es, Marius feiert zum Beispiel auch. Ich feiere es, wenn beide Sättel, wobei er es an seiner eigenen Limo auch so hat, dass der Sattel hier sitzt. Boah, ich muss gerade auch erstmal überlegen. Ja, ich mag es, wenn beide Sättel zur Mitte des Autos hin sind. Also einmal davor, einmal dahinter. So ist es auch original bei Porsche und so. Ich weiß echt gerade nicht, wie es bei mir ist. Bin ich doch. Macht ja auch eigentlich am meisten Sinn. Also idealerweise, so hat das Porsche angefangen beim 996, sitzt der Sattel vorne, also wenn das jetzt das vordere Rad ist, ne, sitzt der Sattel so und dann auch noch unter der Hälfte, dass natürlich der Schwerpunkt und alles möglichst tief ist. So sitzt beim Porsche idealerweise vorne tief der Sattel. So, und hinten mag es ich halt optisch am besten, wenn der hintere Sattel nach vorne, der vordere Sattel nach hinten zeigt. Das ist so meine Favorite-Optik. So, aber jetzt kann ich hier euch das nochmal zeigen. Wenn wir jetzt hier nämlich das Gelenk reinstecken. Zack. Ist da wirklich jeglicher Platz komplett ausgenutzt. So, was müssen wir jetzt machen? Ich stecke jetzt einmal das Diff dazwischen. Und heiliger Moment, ich weiß gar nicht, wie ich es anfangen soll. Die Leidensgeschichte von dem Diff habt ihr ja mitbekommen. Das heißt, wir wollten einen BMW-Diff nehmen, dann ist uns aufgefallen, dass es in die falsche Richtung dreht. Das heißt, wir konnten das Diff nicht nehmen. Dann hatten wir das Diff neu konstruiert, sind aber daran gescheitert, einen Triebsatz zu finden, also die Achsübersetzung, die in die richtige Richtung dreht. Und dann kamen die Jungs auf mich zu, die in der Fünfzylinder-Szene ganz groß unterwegs sind. Tim und Benny. Und haben mir dieses Baby hier vorbeigebracht. Aber was ist das denn? Kleine Überraschung, noch nicht so viel dazu. Ich sage euch nur Folgendes. Da könnt ihr euch im nächsten Video drauf freuen. Wir fahren nach Holland, fräsen dieses Diff. Das Diff ist eigentlich gedacht für die Fünfzylinder, ist hierhin ein bisschen kürzer, macht aber nichts. Soll wirklich unkaputtbar sein, hat die passende Achsübersetzung, ist komplett aus dem Vollen gefräst. Gehäuse, Halter, Flansche sind auch gleich gemacht. Und selbst der Deckel hier an der Seite. Also ich kann euch sagen, als Tim mir das Ding vorbeigebracht hat, das ist der erste Prototyp, deswegen ist er noch relativ grob ausgekoffert. Ich kann das Diff jetzt hier reinhängen, kann anschließend
Antriebswellenlängen ausmessen, kann die Wellen bestellen und im nächsten Video könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen, wie wir nach Holland fahren. Da sollen brutal viele Maschinen stehen und ja, wir fräsen mein Diff. Und dann sollten endgültig wirklich alle Schwachstellen im Antriebsstrang an diesem Auto behoben sein. So, das Geile ist, es passt wirklich wie original Plug and Play. Zumindest was die Halter erstmal angeht, hinten. Zack. So, sitzt das da mittig drin. Ja. Und ja, ich hatte erst ein bisschen Sorgen, dass der Triebsatz da drin kaputt geht, weil das dann der original Audi-Triebsatz ist, 411er. Da hat aber sowohl mein Getriebebauer als auch die Jungs haben alle gesagt, den hat noch nie einer kaputt bekommen. Das muss irgendwie so ein krasser Stahl von damals sein. Die Schwachstelle war immer nur das Gehäuse. Aber wenn ihr hier schon seht, wie massiv das Ganze alles gestaltet ist, wird diesem Gehäuse auf jeden Fall nichts mehr passieren. Ja, das sieht schon echt fett aus, ne? Ja, es sind so kleine Träume, die so langsam alle wahr werden, weil Außengelenke, Thema beseitigt, Diff, Thema beseitigt. Die fetten Antriebswellen, die da kommen, auch Thema beseitigt. Das heißt, jetzt kann es nur bergauf gehen. Die Achse kann rein. Diff kann ich jederzeit reinhängen. Und im nächsten Video freut euch drauf. Wir fahren nach Holland. Dann gucken wir uns ein bisschen krasse CNC-Maschinerie an. Geil. Vielen Dank an alle Beteiligten. Ich bin super happy. Ich baue am Wochenende in Ruhe ein bisschen zusammen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.